Hallo zusammen, heute mit einem Hands-on-Video mal wieder. Wobei eigentlich ist es gar kein Hands-on-Video, weil ich ja nicht mehr Englisch mache. Also willkommen zu einem Hände-drauf-Video, also quasi zu einem Grabsch-Video. Auf jeden Fall, ich hole mir heute diesen Xemo. Ich habe mit meiner Umstellung von Windows auf Linux bin ich ganz zufrieden. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, die da fehlen, zum Beispiel der Xemu. Und ich habe mir gedacht, anders als beim Windows hole ich mir jetzt nicht einfach die Sourcen. Also es gebe hier unten für die Eiligen unter euch auch die Möglichkeit, guck mal, hier sich einfach die Sourcen zu installieren. Aber ich hole mir das jetzt mal als Projekt. Denn unter Umständen möchte ich dann auch was ins Projekt zurückfließen lassen. Und für den einen oder anderen von euch, für den das interessant ist, habe ich gedacht, ich schneide jetzt mal hier mit. Also hier jetzt, wenn ich rede, weiß ich noch gar nicht, ob ich schaffen werde oder nicht. Aber wenn ihr das Video seht, dann werde ich es wohl geschafft haben, weil ich nur die Videos hochlade von den Dingen, wo die dann auch klappen, weil die anderen Videos zu wissen, wie was nicht funktioniert, das brauchen wir ja nicht. Also, davon ist YouTube voll. Okay, also ich kopiere mir mal hier das da. Und ich werde auch zwischendrin mal zusammenschneiden. Ich lasse jetzt mal einfach mitlaufen und schneide dann die spannenden Sachen raus. Also ich habe mir das jetzt mal hier kopiert. Und jetzt müsste ich eigentlich hier... ihr müsst dafür Git installiert haben, aber das ist auch so ein One-Liner, könnt ihr mal googeln. Dann müsste ich jetzt hier Git clone und dann ja, das hier. Okay, funktioniert. So, und das sind jetzt die Stellen, wo ich dann rausschneide, weil das jetzt vielleicht eine ganze Weile geht, ne? So, willkommen zurück. Es hat geklappt. Jetzt gucken wir mal, was wir da gekriegt haben. Und das gucken wir uns dann doch grafisch an. Ich bin eigentlich nicht so auf Konsole fest fixiert wie der ein oder andere Linux-User. Ich arbeite gern immer mit dem, was sich halt gerade anbietet für den entsprechenden Use Case. Und jetzt haben wir hier einen Make-File. Jetzt müssen wir mal gucken. Theoretisch könnte es ja sein, dass ich einfach nur mit einem Make das komplett bauen kann. Und dann wäre auch interessant zu sehen, ob hier das ROM schon da ist. Nein. Okay, das ist dann aber fürs Testen. Jetzt gucken wir mal erstmal, ob es baut. Also jetzt theoretisch, einfach mal testen. Okay, das ist jetzt irritierend, weil ich habe ja... ein Makefile. Ah, aber das ist noch eins weiter unten. Okay, dann nochmal. Okay, also prinzipiell haben wir immerhin schon einmal. Prinzipiell funktioniert es. Also der Make-Mechanismus findet auf jeden Fall. We require SDL2. So, dann schauen wir mal. Also das Schöne bei Ubuntu ist ja, dass man im Internet immer zu allem was findet. Allerdings in dem Fall habe ich jetzt ein bisschen widersprüchliche Sachen gefunden. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber das hier sollte mir wohl dieses SDL installieren. Auch wenn mir nicht klar ist. Warte mal, ob die Version reicht. Mal da hier. Wobei das ist ja nicht so dramatisch. Da können wir dann die Installation kann man normalerweise drüber installieren, ohne dass irgendwas zurückbleibt. Mir ist auch nicht klar, was das Y soll. Vielleicht ist es auch ein Syntax-Error. Schauen wir mal. Oh, okay. Könnt ihr das jetzt sehen? Je nachdem, das gucke ich mal. Vielleicht schneide ich das raus, dann sage ich jetzt während der Eingabe mal. Okay,
Fertig installiert. Nächster Versuch. Gehen wir wieder aufs Make. Warnungen, Warnungen. Ei, ei, ei. Oh ne, ich werde mal ein paar raus. Warnungen. Das ist jetzt bloß was quasi ein Arbeitskollege da. Naja, okay. Okay, aber das ist der Entwicklungsstand. Das ist jetzt nicht irgendwie, also es ist ein, ihr habt ja gesehen hier, uninitialisierter Schnickschnack. Da ist eben wirklich vielleicht, und das ist ja genau der Punkt, wo man dann zum Beispiel jetzt wirklich, deswegen checke ich das ja auch aus und baue selber contributen könnt. Also ich muss wirklich noch dran arbeiten, meine Videos rein deutsch zu machen, aber das ist jetzt kein Problem in meinem Bildprozess oder so, oder dass mir was fehlt von der Installation. Allerdings haben wir hier noch einen Error und guck mal, hier fehlt tatsächlich was. GTK. Also ich habe was gefunden. Wieder nicht so ganz eindeutig, weil ich hier nur dieses Light habe, aber anscheinend ist das alles, was man. Ah ne, Lip. Okay. Also anscheinend ist das hier ausreichend für. Also ich kann hier verschiedene Sachen installieren. Ich kann jetzt wieder, aber im Prinzip ist es genau wie bei dem Xemo. Ich kann Dinge installieren, wenn ich an diesem Ding selber weiterentwickeln will, beziehungsweise auschecken. Und das ist jetzt quasi nur, wenn ich für meinen Use Case, ich möchte also sozusagen das Ding als Lib verwenden. Also wir probieren es einfach mal, ob es funktioniert. Also zunächst mal installiert es auf jeden Fall. Das ist schon mal gut, dass er hier nicht jammert, dass es irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Jetzt warten wir mal, bis er da fertig ist. Okay, cool, hat funktioniert und scheint wohl auch ohne Probleme durchgelaufen zu sein. Jetzt wieder der Make. Und das ist jetzt ein bisschen eine andere Art von Fehler, weil jetzt haben wir halt die Situation. Jetzt ist es ja nicht so, dass einfach irgendein Paket fehlt, sondern. Er findet einen Header nicht. So, laut Stack Overflow brauche ich noch eine Ergänzung zu meinem GTK. Also das hier ist wohl eine GTK-Geschichte von diesem GTK, was ich direkt davor installiert habe. Denn mit dieser Fehlermeldung zusammen mit dem GTK und ich habe auch hier direkt oben drüber, also mit dem GTK sind es irgendwelche Abhängigkeiten, entweder nicht definiert, dass irgendeine Variable nicht gesetzt ist oder das Ding fehlt an sich. Also ich probiere jetzt mal das habe ich jetzt aus dem Stack Overflow, dass die Installation von dem hier, die Nachinstallation, helfen könnte, dass das Directory dann einfach da ist. Wenn das nicht. Okay, jetzt probieren wir mal. Schauen wir mal, was wir jetzt gekriegt haben. Also der Build ist einmal durchgelaufen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier. Irgendwo was bekommen. Vermutlich hier im Xemo Directory. Habe ich jetzt mein Executable? Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was das. Ne, Moment, hier sind keine, das sind nur Sourcen. Targets, Build. Also entweder hier oder im Bin. Jetzt können wir mal einen Trick machen. Ich mache jetzt mal hier noch einen zweiten Ding auf. Mal einen zweiten Browser und dann können wir mal gucken, wie das im alten Windows war. So, im alten Windows hatten wir das eben, aber da habe ich natürlich nicht die Entwicklungsversion gehabt. Aber da hatten wir im Prinzip die
Ja, das ist natürlich jetzt für Linux sieht das ein bisschen anders da aus. Aber ich habe hier, soweit ich das sehe, noch nicht meine Executable. Und es könnte gut sein, dass die einfach hier sind so. Ah ja, vielleicht. Also das hier war das Executable, glaube ich. Na, guck mal, hier ist ein Mega. Das müsste doch hier auch geben. Hier, Mega. So, jetzt müssen wir gucken, kann man hier die Rechte setzen? Weil es ja wahrscheinlich noch nicht executable. Also dann. Haben wir hier einfach einmal alles, was denkbar ist. Das ist jetzt mehr als nötig, aber das ist okay. Für, ja, probieren wir erstmal den Mega X. Mega. Das müsst ihr ja jetzt wieder akzeptieren. Ja, genau. So. Okay, es okay, jetzt müsste auch die Farbkodierung anders sein. Oh nein, das ist nicht, das ist aber schade. Na egal, aber jetzt müsste es ausführbar sein. Das bedeutet, er müsste jetzt eigentlich schon, wenn ich hier. Nee. Ah, warte mal, ich glaube, das ist so, weil die nicht im Ding sind, brauche ich diese Punkt. Ja, genau so. Okay, muss ich vielleicht okay, sieht besser aus. Ja, wunderbar. Ja, Leute, dann so bringen wir das Ganze laufen. Jetzt gucken wir noch kurz den Mega an, aber der Mega dürfen wir wahrscheinlich auf den ersten Blick gar keinen Unterschied sehen. Also das ist jetzt auf jeden Fall, damit bin ich schon mal auf dem Stand, auf dem ich war, auf dem Windows-Rechner. Das bedeutet, ich kann jetzt dann auch wieder loslegen hier mit Mega 65er Experimenten. So, jetzt gucken wir aber trotzdem noch mal kurz. Sollen denn die ganzen As. Also zunächst mal den Sudo habe ich vermutlich gar nicht gebraucht. Ich habe eben nur diesen Slash hier gebraucht. Und jetzt nehmen wir mal den. Okay, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Also ich habe diesen Slash hier gebraucht und dann brauchen wir den X-Mega. Genau. So. Das verstehe ich nicht, aber. Could not create. Warum sah die Local Share? Da muss ich wahrscheinlich noch irgendwelche Rechte vergeben. Ja, und diesmal kommt er auch nicht hoch. Also der kommt nicht hoch, aber der andere kommt an. Ah, Moment. Jetzt können wir jetzt noch mal kurz gucken, ob der andere hochkommt oder ob dieser Sudo eben genau bei diesem Problem da noch geholfen hat. Also, probieren mal das hier. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich. Ja, das kommt nicht hoch. Okay, das ist noch ein Unschön. Das müssen wir noch. Also das bedeutet, wir haben hier ja, weil dieses rechte Problem, wenn ich es als Sudo starte, dann darf ich eben dort schreiben. Aber ich schreibe irgendwo, wo ich nicht schreiben sollte, weil eigentlich sollte das ja für meinen User sein. Das bedeutet aber eben auch, dass ich den Mega vermutlich so auch erstmal hochkriege. Ich muss halt dann hier XC Mega. X Mega.
So, das ist nämlich auch genau die Geschichte. Das ist nämlich vorher als der 64er, als der 65er hochkam, auch einmal gekommen und danach beim zweiten Halbtagszins kommt es nicht mehr. Das bedeutet, das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Das bedeutet, cannot open SD Card Image. Ah nee, aber das könnte wirklich eine mega spezifische Sache sein. Da muss ich mal im Forum fragen. Oder wir werden sehen, also, aber das ist ein bisschen eine andere Fehlermessage. Aber da machen wir mal einen Screenshot. Ich muss momentan meine Screenshots noch mit dem GIMP machen. Das dauert jetzt ein bisschen, das schneide ich dann raus. Okay, also Foto, um später nachzufragen. Hammer, jetzt klicken wir das mal weg und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Oh ne, okay, entweder er kommt hoch oder er kommt nicht hoch. Ach so, jetzt wird er wahrscheinlich ein Image erstellen. SD-Karte. Aha. Okay. Okay, wir entfernen uns jetzt hier natürlich schon ein bisschen vom Original. Okay, jetzt bin ich da drin und dann sage ich mal, diese SD-Karte möchte ich dann formatieren. Oh ja. Delete everything. Das kann doch nicht schaden. Habe ich es falsch geschrieben oder was? Ja, wie kriege ich meine Maus hier raus? Hi, Hilfe, Hilfe. Okay, aber gut, das Ziel für das Hands-on, also Finger dran Video, haben wir dann soweit erreicht. Also wir haben auf jeden Fall jetzt einen Commodore 65 Emulator wieder ans Laufen gebracht und die Sachen sogar so ausgecheckt, dass wir selber irgendwas zurückchecken können, also zum Projekt beisteuern können, wenn wir das wollen, wenn wir irgendwas gefunden haben. Und ja, vielleicht zeige ich in einem späteren Video noch, wie man dann das mit dem Mega hinbekommt, wobei ich das selber noch gar nicht weiß. Oder es ergibt sich aus Diskussionen direkt unter dem Video. Auf jeden Fall an alle anderen da draußen viel Spaß beim Coden für den Commodore 65 oder für den Mega. Könnt ihr nämlich auch mit dem Commodore 65er Emulator machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.